Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 auf der PlayStation 4. Beim letzten Mal haben wir ja die Bruder-Quest noch ein bisschen weiter gemacht und jetzt will ich hier Valentine retten. Wir haben noch ein bisschen Munition gekauft. Und ich komme auf. Wunderbar. Perfekt. Da sind wir stattklar. Den Valentine müssen wir natürlich erstmal retten. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Wir waren auch beim letzten Mal bei Archer Chat, da muss ich auch noch ein bisschen was noch erledigen. Den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass wir sicher viel zu tun haben, aber es dauert doch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst mich. Unser Detektiv, er ist weg, verschwunden. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Ich brauche unbedingt ein bisschen das Charisma. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Ich probiere es jetzt nochmal mit meinem... Ich würde ja gerne helfen, aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Keine Spielchen. Ich zahle, wenn du Nick findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Okay. Das ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Ja, gut, okay. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Wir brauchen unbedingt ein neuer Bitte beeil dich. Charisma. Oh, wieder was abgeschlossen. Der mysteriöse Fremde, ja, das machen wir auch noch. Da gibt es auch noch ein paar Quests, die wir dann nach und nach machen. Aber machen wir jetzt erstmal die hier. So, finde Nick Valentine. Das machen wir jetzt gerade mit unserer Gut-Glück-Waffe. Die ist gut, die, wenn man schießt, explodiert die Geschosse. Ich muss hier noch eine Zeitung nehmen. Verkaufen, Mister. Nett. Hey du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Dankeschön. So. Also ich probiere so viele Quests wie möglich zu machen. Ja. Jetzt habe ich wieder ein schöner schwarzer Ladebildschirm. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute. Ich hatte einen schönen Tag, ich war arbeiten und da war es irgendwie ruhig. Und jetzt hocke ich vor der PlayStation und tue noch ein paar Let's Play-Folgen für euch aufnehmen. Dip dap 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 da dap dap da 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 So, hab gerade noch was kurz getrunken. Die Kehle wird doch langsam ein bisschen trocken, wenn man so viel spricht. Man kriegt zwar keine Antwort, aber ist ja nicht so. Für das habe ich dann die Kommentare unten. Könnt ruhig ohne was reinschreiben, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, ich versuche wie soll ich denn sagen, jede Frage zu richtig zu beantworten. Ah, auf die habe ich gewartet. Da gibt es ja da noch einen anderen. Ah, da. Jetzt noch. Jetzt nimm mal dieser Tohut. Fleisch, Hunde als Band. Cool. Fleisch. Fleisch. Die haben hier irgendwas. Die haben hier irgendwas beschützt. Oh. Eben habe ich einen Hochgleich drin gehabt im Spiel. Das sind ja. Ah, cool. Ah, sorry, doch nicht. Sorry, ich wollte Boxhandschuhe da angucken. Hier explodiert gerade alles, ich muss gerade kurz in Deckung gehen. Da ist nichts. Hier explodiert auf einmal alles. Ich habe nichts gemacht. Jetzt habe ich ja noch eine legendäre Kakerlake. Oh.
scheiß Mistviecher hier. Gut Glück da. Oh, jetzt. Ich gehe jetzt mal woanders dahin, wo keine Radioaktivität ist, etc. Wir müssen jetzt zur Parkinson Street. Oh, stimmt ja, ich habe ja für die nichts. Jetzt muss ich wieder was. Wir haben nichts gemacht, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig, warum geht's da nicht lang? Dann gehe ich da oben hin, ole. Da ruckelt's wieder ein bisschen. Spiel, du stützt jetzt nicht ab. Tu mir bitte einen Gefallen, stütz hier nicht ab. Jetzt muss ich das ganze Zeug nochmal aufnehmen. Auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf, nochmal alles neu aufzunehmen. Hier geht's ganz einfach weiter. Ah klar, ist gut, 3 Stück. Ich glaube, hier ist Supermutantennest, so wie es aussieht. Niemand ist hier. Ich was hören. Ah Gott. Der Doc Meter, kommt dein Freund. Kannst du mal, ich treffe den nicht. Schön den Vogelschuss, komm. Der letzte Schuss war der Po-Schuss. Was habe ich denn hier noch? Das Jagdgewehr habe ich noch. Ah, ich hab da. Das Ding zeigt mir was Falsches an hier. Irgendwie treffe ich den Arsch nicht. Kann das sein? Oh, ich habe halt keine Munition mehr. Komm, Doc Meat. Jetzt kommt der nächste Knaller. Nee, Doc Meat, wir machen was anderes. Der Vorhang fällt, ja. Sich den Schuss. Wir kommen Richtung Swarmteich. Jetzt ist Anno Raider-Gebiet hier. Oh, die sind ja überall. Ich mache mit der Waffe keinen Schaden. Ja, du machst mich jetzt nicht kaputt. Ich brauch unbedingt Steampack. Sag mir sehr gut, ich komm. Ich habe es jetzt anzulegen. Und zwar meine Kleidung. Habt ihr was mit Taschen? Rechtes Bein mit Taschen. Kann ich das nicht wegtun hier? Egal, komm, gehen wir weiter. Looten wir den hier noch
Und dann geht's direkt weiter. Kommt, Doc Meat. Ja, noch eine Mission zu erfüllen. Ich muss gerade mal kurz was schlucken. Oh, jetzt. Ob das eine gute Idee ist, hier rumzutappen. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Ah, das ist die Kobaldzone hier. Ich würde jetzt. Oh. Nein, Spiel, brich jetzt bloß nicht ab. Bloß jetzt nicht abkacken. Ah, gut. Tot. Stimpack in der Bar. Da gehen wir noch nicht rein, da gehen wir beim nächsten Mal rein. Hat er da irgendwas Gescheites? Nix. Ich tue mal gerade mal kurz Speicherpunkt setzen. Neuer Speicherpunkt nochmal für den Fall der Fälle. Sollten wir doch hier abkratzen. Na, Klingenkorn ist was zum Futtern. Der Rest kannst du behalten. Genau, da ist der Freedom Trail, den folgen wir dann beim nächsten Mal. Nein. Doc Meat, wir müssen was anderes machen. Nichts drin. Da eine leere Nuka-Flasche ist drin. Zeitungsschnell ist auch leer. So, Doc Meat, jetzt Konzentration. Es kommen ganz, ganz viele Gegner für dich, Doc Meat. Also, Concentration. So. Schleichungsreihen habe ich irgendwas noch zum Werfen, eine Handgranate oder. Ja, gut, wunderbar. Ich habe zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Okay. Alleine. Mein Arm ist gebrochen. Auf geht's. Es quetscht. Das hat gekitzelt. Was? Das hat gekitzelt nur? Jetzt sind deine Eier aber weg. Leg den um. Wer legt hier wen um? Mit seine Bombe. Warum habe ich deine Bombe versteckt? Malone macht Sockenhalter aus deinen Eingeweiden. Ja, macht er das? Das will ich sehen. Ah, ich spüre das da. So. Patronen sind natürlich auch gut. Habt ihr auch normale Munition? U-Bahn-Magen brauche ich keine. Aber hier muss ich mal alles leer looten. Da habe ich keine Lust nochmal zurückzukommen. Oh, machen wir gerade mal das hier. Ich soll mich schämen. Jetzt noch eins weiter. Das war zu viel. Jetzt noch eins. Schön.
Kronkorken, nochmal 3. Das Schloss kriege ich nicht auf. Okay, müssen wir nochmal hingehen, wenn ich ein Profi bin im Knacken von Schlössern. Was ist hier drin? Dogmeat, ich glaube, ich brauche dich demnächst. Ich hoffe, ich habe leer gemacht. Dogmeat, komm mal her. Ich brauche dich. Der hat eine Impro-Pistole gefunden. Dogmeat ist voll okay. Blechdose. Schuss haben wir noch. Da ist leider nichts drin. Wisst ihr was? Wir legen uns gerade mal kurz hin für die Energie. Wir sind auch gleich radioaktiv. Nehmen wir gerade mal Red Away. Legen wir an Spieß. Reicht's, müsste reichen, ja. Was? Mama, ich habe was für euch. Der erste ist hin. Und der zweite ist hin. Kommt meine gute Killknarre. Zurückziehen. Waffen. Spitcock. Da habe ich ja noch ein paar. Der ist gleich tot. Hey. Schluck das hier. Ist jetzt Ruhe hier, meine Herrschaftszeiten. Können wir ganz einfach Frieden machen, aber nee, ihr wollt ja unbedingt Stress machen hier. Zurückgelassen hier. Jetzt wird sogar der Bimbel mitgenommen hier. Und die ganzen Stahldinger hier. Das Klebeband dürfen wir auch nicht vergessen mitzunehmen. Der hat nichts mehr Gescheites. Der hat auch nichts mehr Gescheites. Ne? Jetzt, das will ich jetzt mal wissen. Wenn ich jetzt die Maschinenpistole aufnehme. Ah, doch, kriege ich noch ein bisschen Munition. Ich muss jetzt aber alle loswerden, sonst bin ich nämlich zu schwer. So. So, sind hier irgendwo noch Gegner? Oder ist jetzt alles hier still? Ah, Mist.
Noch eins weiter. Ne, das war zu viel. Jetzt, noch eine Gans. Mhm. Oh Mann. Was ist denn jetzt los hier? Jetzt. Jetzt hat's geklappt. Da ist nicht was. Was ist das für eine Pistole? Dafür nehmen wir da im ganz... Oh, wieder ein Experte. Oh Mann, hauptsächlich bald ein Level. Da muss ich halt nochmal hergehen ohne euch. Und tu dann, ja. Tu dann hier noch... Noch hier alles noch leer looten hier. Ich finde mich ganz gern, wisse, was da in den in Saves drin sind hier. Ob da jetzt was Geiles drin ist oder nichts so Geiles. Bist du auf, zu looten. Das machst du später. Aber es liegt hier halt noch so alles noch so schön rum hier. Und weiter geht's. Was mich da anlächelt? Eine Nuka-Cola Quantrum. Mhm. Da sind noch mehr Gegner. Gegners? Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Gegner. Gegners oder gibt es überhaupt keine Mehrzahl davon? Eine Kamera. Oh, Kleber ist auch nicht schlecht. Hier ist überhaupt nichts. Ich dreh wohl langsam durch. Mhm. Ich auch sage, dass du langsam durchdrehst. Ja. Vielleicht drehe ich auch durch. Wer weiß. Ah, da hinten ist auch noch einer. Da liegt auch noch einer. Einer rum. Gerade nochmal kurz. Neue Lädchen. Jetzt machen wir die Vault-Tür wieder auf. Vault 114, wo nie falsch gebaut wurde ist. So. Was ist denn los? Hast du Angst oder frierst du? Sieht das so komisch? Ach du Doc Meat. Gleich wirst du... Okay. Das ist jetzt, ja, irgendwie ein kleiner Glitch, Bug, wie auch immer. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du... Was zum... Hab ich! Moment. Ich hab dich ja auch vorher... Na guck mal, da will einer was von mir. Wohl. Jetzt gehen wir sofort, genau so. Ohne Wenn und Aber. Dann krieg ich die Kate. Wenn ich mal von der Kumpelzone hole. Wenn ich sie hole, ich denke mal, ich hole sie. Medex. Da ist nichts drin, gut. Als Medex habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Weiß gar nicht, was für was Medex überhaupt das ist. Das lässt sich nicht knacken. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Zeig mir genau an, wo das Schlüssel ist.
nicht. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Also wie beim Flughafen BER, genauso. Ah, das war nix. Der wird auch nie fertig, der BER-Flughafen. Da habe ich hier schon mindestens 3 Stück gebaut, bis wir überhaupt einen fertig haben, Flughafen. Hört sich mal traurig an, aber so ist es halt. Abgenutzter, was war da noch? Zollstock. Zollstock ist, glaube ich, Holz. So. Hat meine Meinung da, dass wir Deutsche viel zu lang brauchen, um irgendwas fertig zu bauen. Noch Vorsicht. Noch Vorsicht. Der hat uns wieso verraten, der Typ hier. Genau, schießt, 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 schießt. Ihr habt gegen mich wieso keine Chance, solange ich Munition habe. Oh. Warte mal, was kriegst du mit deiner... Mit deiner komischen Knarre hier habe, hä? So geht es. Noch einer? Hier kommt man gar nicht zum Looten. Ja, ich komm gleich. Ich muss hier gerade noch fertig looten, dann zeige ich dir, wie hier ein Feigling ist. Ich muss gerade mal kurz nachladen. Wow! Ich glaube, der Feind ist da draußen irgendwo noch. Oder? Oder habe ich jetzt alle weggerolzt? Ne, ich glaube, ich habe jetzt alle gut. Dogmeat? Ne, Gefahr. Vorsicht, hä? Ah, da oben. Jetzt hin. Ich treffe den Typ gar nicht mehr. Jetzt. Alter, was ist denn los? So schlecht habe ich noch nie gezielt in diesem Spiel. Jetzt nehmen wir mal unsere Gut Glück-Knarre wieder hier. Renne da mal wieder hin. So. Kann ich jetzt hier endlich ein bisschen... Ah klar, Box ist wichtig. So. H-Klammerbox. Ich weiß mal, warum der nicht mehr anzeigt, wie viele H-Klammerboxen drin waren, aber ist ja nicht so tragisch. Hauptsache, wir haben noch ein paar. Ja, das ist die Hauptsache. Ich brauche noch ein bisschen Heilung. Heilung, Heilung. So, jetzt sind wir wieder geheilt. Ah, jetzt kommen wir zur Vault 114. Ihr denkt dran, lasst ein Like, ein Abo da, ein Kommentar, dass ich weiß, ob der Sound so weit passt. Dass ich in der nächsten Folge dann die Einstellung machen kann. Ich bin Dogmeat, ich bin voll. Ich muss jetzt irgendwas wegwerfen. Halsband, das hier. Und jetzt kann ich zwar nichts mehr aufnehmen, aber ich kann wieder laufen. Nein, Christoph, wir müssen weiter.
Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu über... Sehen wir dich richtig schön... Ah, ja. Legen wir dich kalt machen. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen und dein schwarzes Buch geschrieben hat. Dieser kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Erstmal sehen, dreimal durchgestrichen. Jetzt liegst du da unten am Boden, hä? Ja, ja, ich weiß, wir haben 3 Minuten. Komm, die werfen jetzt auch weg. Die werfen auch weg. Die will ich ganz gerne noch verkaufen und den auch noch so. Ich mach doch schon die Tür auf. Mensch, macht der da wieder einen Stress hier. Ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Weil mein ich Sohn deine Hilfe brauche. Ganz einfach. Gefunden. Er wurde entführt. Ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja. Du hilfst mir, ich helfe dir. Wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Okay. Ich habe herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Okay. So, da geht's raus. Nick, ich folge dir. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Ja. Nick, wo bist du hin? Ah. Nick, ich weiß, du möchtest, dass dein Fall gelöst wird, aber unter der Erde und umzingelt redet es sich schlecht. Moment, da kommt jemand. Sind Sie hier? Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe. So wird es erledigt. Sonst noch Fragen? Nix, da wird nichts groß verhandelt. Da wird gerade, Knochensäge nehme ich mit, den Rest brauche ich nicht. Ah, hier wird man doch reich durch Munition, hä? Die harte, laute Tour, was? Nun, solange es klappt. Solange es so laut war, doch die Tour doch gar nicht. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Ja, mach mal was, dass du sie aufbekommst. Dann guck ich mal, was es hier so gibt. Ich komme ja wieso später noch mal her und tu den Rest noch looten. Weil ich ja zu voll bin, dann gleich. Ja, ich bin jetzt wieder überladen. Warte, Chef, ich komm gleich. Ich muss irgendwas wegwerfen. Ach komm, scheiß drauf. So, jetzt. Nee, halt ich zurück. Ich muss nochmal herkommen, alles leer looten. Hey, lass uns dann. Verdammt. Ich habe jetzt noch in den Klebern, brauche ich auf jeden Fall. Ist der Hit. Wer von euch hat ihn aus den Augen verloren? Ausputz erledigt. Nee, kannst du mir bitte weiterhelfen? Ich warte gleich, ich muss gerade. Lässt du mir mal das Radio ausmachen, Junge? Gib mir wenigstens die Möglichkeit, ein Radio auszumachen. Sonst gibt's Probleme mit YouTube. Baumwollgarn nehmen wir auch mal mit.
Ich sollte vielleicht noch was nehmen in mir, dass mir wieder besser geht. Oh, jetzt. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Wort gebaut? Ich nicht. Jo. Sehr gut gemacht, Junge. Letzte Schraube drin, Schrauben brauche ich. Was ist drin? Steam Pack auf breites Wasser. Ich bin wieder voll beladen. Egal, damit wir jetzt durch. Ja, das habe ich so gleich geschafft. Aber ich will so meine Let's Play Folge dann wieder beendet. Ich kann mich halt von nichts trennen. So. Jetzt habe wieder Platz. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay, sie ist offen. Oh, ich habe gedacht, dass da, dass man da das Terminal benutzen kann. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Jo, ich habe meine gut Glück Knarre. Öffne ich mal. Und dann gucke ich mal, was es da so gibt. Erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre. Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, wie sich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wer ist weggeblieben, Mickey? Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen. Mal, jetzt geht gleich weiter. Ich muss gerade mal was gucken. So, jetzt. Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musst sentimental werden. Guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skin Malone hat immer alles unter Kontrolle. Okay. Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Dalla, hör zu. Du versuchst nur mich zu verwirren. Schade, ich hab gedacht, dass das jetzt so schön klappt. Aber war wohl nix. Da ist noch einer. Doc Meat, da ist jemand für dich. Sorry. Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeichenspiel gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Jo. Eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Hört sich gut an, mach mal. Nicht wundern, wenn hier die Leichen rumliegen. Ich war hier kurz tätig. Ah, ich glaube, das ist da hinten die Wartungs. Die Wartungsleiter hier. Nein, wir können leider nichts mehr nehmen. So, ist es auch erledigt mit dem Nick Valentine. Aber eine schöne Schlacht. Kann man so sagen. Mir gerade noch bis der Leib schon wieder weg ist und dann ist meine Let's Play Folge auch wieder beendet. Für heute zumindest mal. Nur für heute.
Ah. Jo, Nick, du wolltest was mit mir reden? Hey, Valentine. Also, willst du reden? Wie hast du mich unten in diesem alten Vault gefunden? Wie ich dich gefunden habe, Ellie. Meine Sekretärin Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Ja. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Guck in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir treffen uns, wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Genau, mit den Bildern ist jetzt meine Let's Play-Folge auch wieder beendet. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr denkt dran, lasst ein Like, ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Tschüss, euer Christoph D86. Ciao.